Was ist das für ein Fett? Oh, warte, 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 los zu Hause. Keinen Bock. Leute, und damit Servus zum nächsten Vlog. Ja, ich weiß nicht, ob ihr überhaupt was erkennt auf dem Video. Eigentlich ist es saumäßig hell draußen. Wir haben den ersten Schnee. 1. Dezember, erster Schnee. Ich habe gerade meine Viecher rausgelassen. Schwein ist jetzt skeptisch. Da wollen wir nicht raus. Ja, es hat geschneit. Ich glaube, ich sehe nicht recht. Ski. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob man draußen überhaupt was erkannt hat. Ich hoffe es doch. Weil, wie gesagt, eigentlich ist es schon sehr hell, aber naja, keine Ahnung. Weihnachtsbeleuchtung. Auch Weihnachtsbeleuchtung. Ja, gut, jetzt gehe ich frühstücken. Wollte ich euch aber eigentlich zeigen, aber die Kleinen wollten nicht. Leute, ich freue mich jetzt auf die Arbeit zu fahren. Ich bin zwar normalerweise nicht für den Winter wegen der dicken Klamotten, wegen dem Salz auf die Straßen und. Aber ich freue mich so richtig, wenn noch nicht gerammt ist, mit dem Auto zu fahren, da macht es Laune. Ja, für die zwar, die Adele kennt ja schon den Winter, die Röller kennt ihn auch. Wo stehen sie? So viel zum Thema. Da, die Adele, ich weiß nicht, ob man überhaupt was erkennt, die liegt da oben auf der Koppel im Schnee. So viel zum Thema vom letzten Mal mit dem Video, mit dem Stroh. Ja, ja, ich brauche dringend mehr Stroh, weil das tut die Viecher überhaupt nicht gut. Oh, ich hätte vielleicht irgendwo weiter drinnen parken sollen. So, jetzt haben wir runter zum Auto und dann fahren wir auf die Arbeit.
immer. Da wegen vorausschauend und langsam fahren, dass man halt nicht so draußen bis mal 5 Minuten eher losfahren. Dann geht das alles. Oh, ist das schön. Drei Minuten mit der Wanderland. Och nö, das ist schon gerammt. Och Menno. Die blöden Affen, dann ist wieder solche Stolz. Kaffee. So ein Scheiß. Da ist wieder der ganze Mansch hier. Boah, so ein Kack. Was besser? Unser Bus mit Busverbindung. Menno. Aber wenn es schneit, dann muss ausgeregt, dann ist man wieder schneller fahren. Reizt mich nicht mehr. Da ist auch wieder die Geschwollen. Und wir alle besser. Ich fahre ja auf dem Auto offiziell keine Winterreifen, sondern die Michelin XZL. Wir haben vom Hersteller eine Freigabe, sind für Winter geeignet. Ich fahre euch das ganze liebe lange Jahr. Unglaublich müde. Weil es geht, wenn man halt dementsprechend fährt. So, jetzt war halt nur der Hubraum. Juhu! Wenn das blöde Bodenfleck nicht nur quietschen und knacken geht, dann wäre das richtig angenehm.
verlässt mich auf China. Kommt wieder doch einmal mit dem Arsch springen, kurz aufs Gas drauf, springen wieder groß. So geil, ist ein praktisches Auto. Bis um die Kurve rum muss man halt ein wenig aufpassen. Weil durch den permanenten Allrohr, der marschiert auch gern geradeaus. Ja, mittlerweile sind wir am Mittwochabend angekommen. Ja, gestern ist nicht viel passiert, heute ist nicht viel passiert. Ich habe heute wieder ganz normal mein Futterzeug geholt. Ja, wie gesagt, nichts Besonderes. Und meinen Stall gemacht, so bin ich fertig. Ja, die Mampfen. Ich habe jetzt extra noch ein Berg dort noch, weil meine Herrschaften, die können ja nicht teilen. Da müssen ja alle an A rauf. Also, jetzt haben wir versucht, so weit wie möglich aufzusplitten. Ist ja frisch gekehrt, da ist sauber. Naja, dann schauen wir mal. Zieh klar, Röller. Aber ja, was können wir zudrehen? Das passt. Ja. Wollen wir gleich zumachen. So schwimmt nämlich da alles. Geh her. Ach, die Sau. So, nachdem wir kalte Temperaturen haben, müssen wir das jetzt leider so machen. Das ist optimal, das System. Ja, und ihr werdet dann gleich wissen, warum. Ja, nicht das optimalste System. Der Schlauch läuft unterirdisch hinter. Das Rohr ist ein bloßer Kunststoffrohr in ja, 50-60 cm Tiefe. Und wenn es richtig knackig kalt ist, dann friert es da immer rein. Und damit das nicht passiert, muss ich immer den Schlauch leer blasen. Das läuft dann quasi von der Hüm unterirdisch darüber. Und der Schlauch kommt ja dann da aus der Erde. Dahin. Ja, wie gesagt, wenn es richtig kalt ist, dann friert es. Und immer wenn das dann friert, hat man das Problem, dann ist nichts mehr mit Wasser runterpumpen. Und dann kommt die beschissene Arbeit. Dann darf man nämlich das Wasser runter trocken mit gießen. Das habe ich früher immer gemacht. Da waren es aber plus 2 Mädel. Da bist du halt, ja, na, gegen 60 Liter. Da bist du halt dementsprechend oft gelaufen. 60 Liter. Hast mit 2 Gießen, läufst da 3 Mal. Hast bei 2 bis da 6 Mal hierher gelaufen. Mit 2 Mörtel Wanner komme ich aber nicht mehr aus. Ja, und dann brauchst du halt, wie gesagt, 12 Mal hierher laufen. Das ist eine scheiß Arbeit von vorne. Und na, ich bin mir froh, wenn ich einen Schlauchstoder habe. Und ja, man könnte jetzt eine Rohrbegleitheizung oder irgendwas da reinziehen. Dass man quasi den Schlauch mit einer Rohrbegleitheizung versicht, wäre ja möglich. Und ja, meinetwegen die dann einschaltet, wenn ich weiß, ich muss ein Wasser auffüllen. Aber ja, Faulheit und man muss das Geld nicht ausgeben und die Arbeit nicht machen, weil die einfach so reinziehen ist auch nicht. Das geht um ein paar blöde Ecken rum. Also könnte es sein, dass man sogar aufgehoben müsste für und deswegen mache ich das System halt so. Ich meine, wenn irgendwann die Ohren mal aufgemacht wird, darüber wird es dann. Werde ich wahrscheinlich schon was mit reinschmeißen. Aber gut. Ja, es gäbe ja die Möglichkeit mit automatischer Tränke oder sonst was. Aber habe ich auch nicht das System. Das wisst ihr von meiner Schweine.
das müsste da werden. Und dann muss man halt ein bisschen mehr haben. Du setzt halt voraus, mitdenken, wenn ich weiß, kalte Temperaturen, regelmäßig Schlauch ausblasen. Das gilt auch für meinen Schlauchwagen da. Den werde ich jetzt wieder komplett abwickeln, dann runterlegen und wieder aufwickeln, dann ist das Wasser raus. Und dann kann ich mir sicher sein, dass nichts passiert. Dann friert auch nichts rein und ich kann das nächste Mal bedenkenlos wieder benutzen und muss nicht schauen, oh Scheiße, könnte jetzt unter Umständen sein, jetzt ist es reingefroren und dann fängst du an, den Schlauch da auszuwickeln und stückelsweise frei zu klopfen, habe ich nämlich auch schon gemacht. Sauaufwand, scheiße Arbeit, da könntest du derzeit wahrscheinlich das Wasser auch mit Gieße drohen. Aber gut, ja, so ist es halt. Ne? Also wie gesagt, muss man ein wenig mitdenken. Ich habe halt ein wenig ein anderes System wie andere. Nichts vollautomatisch und nichts, was ohne weiteres funktioniert. Da muss man halt ein wenig mehr erben. Aber es funktioniert. Für mich langt's. Andere schlechte Hände über den Kopf zusammen sagt, um Gottes Willen, so ein blödes System, das kann man ja nicht machen. Aber für mich passt das. Ja, da hinten haben wir da gemampft. Jetzt nimmer. Okay. Ja, schafft es hinaus. Ja, bevor es wieder heißt, Stroh habe ich ja nicht. Ne? Ich habe wieder weggeholt. Nicht mit dem Radlader, gestern mit der Robin 5 Ballen. Ein ganzes mittlerweile schon wieder verarbeitet. Gestern Abend, geholt, gell? Ja. Ein halber Ballen gestern Abend, den habe ich gebraucht. Und ein halber Ballen jetzt vorhin. So geht es. Ja, verarbeitet sich. Wird ganz schnell weniger. Ich muss jetzt eh demnächst aber wieder Heu auffüllen. Das sind jetzt nur 6 Ballen Heu. Ich warte, das langt jetzt noch ein paar durch. Theoretisch, ja, ein Ballen pro Tag sind 6 durch, wo ich hinkomme. Aber ich müsste mal gucken, vielleicht aufs Wochenende, dass ich es trotzdem mache. Ich müsste den Radlader wieder nehmen mit der Gabel. Eine Zange habe ich noch nicht. Und müsste mal noch den anderen Ballen vom unteren Boden holen. Dass ich den einmal noch aufschneide und reinramme. Halt wieder ein blöder Arbeit. Darf natürlich jetzt nicht ein Schneier, was vom Himmel runterkommt. Das wäre suboptimal. Ja, mal gucken. Und dann geht's, wenn ich den letzten von unten habe. Ja, da komme ich jetzt gar nicht noch, steht ein Meter auch noch davor. Ja. Muss ich gucken, wie ich es mache. Dann geht's auch mal an die Ballen, die wo noch oben her sind. Wir sind ja auch noch genug. Aber es wird alles gut. Wird windig. Armo wieder. Gut, jetzt bin ich da fertig. Mach meinen Schlauchwagen schnell sauber. Und dann muss ich noch zu meiner Schweinchen. So, Rückmeldung von den Hühnern. Ja, die untreuen Mitarbeiter, denen ich jetzt eine Gehaltskürzung angedroht habe. Da, die Bagage, ne? Ja, genau die Bagage. Es gibt ja hier einen Elefanten dahinter. Ja, genau die Bagage. Die arbeitet endlich. Aha, die Gehaltskürzung hat tatsächlich was gebraucht. Da hinten bin ich übrigens schon fertig. Wir haben gerade frisches Wasser gekriegt. Und Futter. Ja, und gekratzt haben wir. Und Scheiße rausgerammt. Und altes Stroh. Und frisches Futter rein. Da sind wir noch nicht fertig. So schaut es aus, wenn sie einen Doch da hinten gewütet haben, meine Herrschaften. Und so schaut es bei der Oma aus, wenn die einen Doch gewütet hat. Naja, so kenne ich euch. Immer! Naja. Hier haben wir wieder hier Wasser ausgekippt, sieht man schon, der Kübel ist leer. Fußball. Ist klar. Ja, aber weil ich gesagt habe, die erben wieder was. Tada! Vor zwei Tagen. Ja, die sind in die Nester reingegangen, jetzt mit dem Heu drin, als es funktioniert. Und die haben tatsächlich Eier gelegt. Ich habe gestern noch ein Ei, gut, der Verletzel. Heute auch wieder ein Ei oben drauf, den Verletzel. Und lang nein, du siehst das Loch da so ein bisschen frei. Und lang in das Loch, ja, da waren noch mehr Eier drin. Gut, passt. Ja, die legen wieder. Bagage, seitwärts. Den hier habe ich gerade ein Silo rein, weil sie haben die Ohren schon wieder voll geblättert haben. Ja, ihr. Von der Droge war eigentlich gerade sauber, den habe ich sauber rausgeputzt. Oh, die Oma war rabiat. Die will auch in Ruhe.
kann das nicht mehr haben, wenn die Glanzfahrt nicht ums Haar rumgeistern. Recht hat's auch. Den Marvin, sag ich. Ja, ich mach da hinten noch schnell sauber und dann seht ihr gleich wieder das Endergebnis. Das heißt, ha, schau, jetzt hat er es einmal gezeigt. So schaut es nämlich bei seiner Soja aus. Und wahrscheinlich schaut es immer so aus. Und bloß für die Videos macht er auch anders. Das haben wir gleich. So, das ist mein täglicher Arbeit jetzt im Winter. Gerade im Winter. Schlimm. Ja, jetzt hat sie noch gelegt, Oma. Das ist dein eigenes Problem. Gerade im Winter, jeden Tag. Gang da putzen, dass man wieder laufen kann. Futter drüber immer sauber machen, weil da gehen die auch nicht so gern dann aus. Und natürlich da hin auch die Sauerei, weil die machen ja Wechselbeweidung. Weide, ja, wisst ihr schon, was ich mache, ne? Heute war der draußen, der schmatzt da noch auf seine Silage. Und morgen sind die wieder dran, die Bagage da. Da war es uns weiter fertig. So, jetzt ist auch dreiviertel Stunde rum, ich habe dreiviertel Stunde Zeit investiert und so schaut es jetzt dann aus. Davon hat die ganze Scheiße und das rausgerammt. Natürlich bei ihm hinten sauber gemacht. Ja, ist gut, mein Bursch. Passt schon. Auf frisch Wasser. Ja, ihr seht, der Kübel ist wieder voll. Der war ja vorhin leer. Ich hab den gerade eben, da ist der Gießer. Die sind noch da. Gerade eben eingegossen. Und hab ihnen, weil das so geplant haben, von ihrer magischen Kisten Silo da, und hab Hände voll da rein. Die klar brauner Madame da, ihr seht schon, die katscht da auf den Silo rum und da spotzt es aus, so wie da. Das ist nämlich Silo, der braune Kackfleck da. Ist keine Scheiße. Ja, die natürlich die Gusch voll und ich da frisch Wasser rein, da muss man natürlich saufen. Ja. Und wozu habe ich es jetzt frisch gemacht? Wozu habe ich das jetzt schön ausgewaschen? Das ist ein Drama. Naja, dass die Schweine umdekorieren, das weiß ich ja, weil ihr habt ja vorhin gesehen, wie der Stall ausgeschaut hat. Da war ja das Stroh bis da vorne hin. Apropos Stroh, der Stall ist auch nicht komplett eingestreut. Ihr seht schon, ich teile nämlich normalerweise da so ab, da eine Kante, und da ist kein Stroh. Da hinten ja auch nicht. Ja, weil ich um Stroh spare. Nee, das hat auch einen einfachen Grund. Ich habe bloß keinen Bock, die Drohung das Ganze zeigt sowieso den ganzen Tag immer davor, habt ihr ja gesehen. Und wenn ich die rauslasse und mache da auf, dann rammen mir die das Zeug da her und dann liegt der ganze Gang da oder auch komplett voll mit Stroh. Ich habe schon mal eine Begründung dahinter, warum ich was, wie und warum mache. Ist gut, du hast gehabt. Nein. Hallo, lass die Bretter ganz, die brauchen wir noch. Vogel. Ja, warum fange ich immer wieder mit Stroh an, wer sich da wundert? Ich glaube in dem vorletzten Video oder was war das, hat auch mal eine drunter geschrieben. Ich streue zu wenig ein, da macht man sich nichts, auch keine Freunde damit und nichts. Und ja, es kam aber nie eine richtige Begründung, warum soll ich da mehr einstreuen, was ist der Sinn und Zweck davor, dass ich das mehr einstreue, wenn ich genau weiß, dass das System funktioniert, dass ich so klarkomme, dass die Viecher da zum Beispiel bloß reinscheißen oder dass sie sowieso verteilen oder dass das Amt sagt, das passt. Ne? Die Oma schubelt sich. Na Oma? Warum soll ich dann einen ganzen Stall mit Stroh einsäuern, was ich am nächsten Tag sowieso wegrammen muss, weil ich sonst in die Stalltür nicht mehr reinkomme? Auf Kommentare, wie gesagt, mit hör mal auf, ist gut. Du. Also auf blöde Kommentare, ohne irgendeine sinnvolle Begründung, kann ich gerne verzichten. Ich lerne immer gerne dazu, das sage ich ja nicht. Ich nehme auch gerne irgendwelche Vorschläge zu Herzen. Das mache ich wirklich gern. Aber wenn irgendwas bloß kommt und ich blöd vor der Seitenohr gemacht werde, und von wegen, ich habe keine Ahnung und bin ja bloß zu blöd oder sonst was, dann... Ja, okay, alles klar. Ich weiß nicht, ob ich so nass bin. Dann kann ich da gerne drauf verzichten. Und ich suche an der Stelle oder herzlich willkommen und lasst euch ruhig aus an aller ja, schwer gestörten und ein wenig bekloppten und die wo scheinbar psychische Störung oder was haben. Beziehungsweise die scheinbar haben unter dem Pantoffel stehen oder im Bett nicht mehr ran dürfen oder keine Ahnung, was ich da oder sagen soll. Herzlich willkommen, auf eure Kommentare gehe ich nicht mehr ein, ich habe nämlich die Schnauze voll. Ja,
Was soll ich mich blöd anmachen lassen? Beziehungsweise ich kann da nämlich, wenn ihr mich blöd anmacht, genauso gut blöd zurückmachen. Aha, Madame steckt wieder Kopf durch. Die Göhne! Die Göhe! Die schafft es immer noch! Ja, ist gut. Ich moch dich auch, mein Gute, ich moch dich freilich, ja. Du bist der Schöne mit einem dicken Postenpilz da. Oh, das ist ein Ebe, gell? Wer Angst vor einem Ebe hat, also ich weiß nicht. Das ist ein Gute. Ja, ein wenig Respekt sollte man vorne haben, weil der hat, wie gesagt, da ja doch so ein wenig. Ne? Mit denen hast du mich schon erwischt, das hat schon schön geschwarzt. Ja, da muss man aufpassen, weil wenn man nicht mehr laufen kann, dann frisst man vielleicht noch. Ne? Traue ich dir schon zu. Aber wenn man dann mit Respekt begegnet, dann geht es schon. Ne, Fergelchen? Na, die Finger lässt da, die brauche ich noch. Neun Finger schon machen wir nicht. Bist du ein Schöne? Freilich bist du ein Schöne. Ne? Gib doch mal Gruße. Ich überlege, wie klar du einmal warst, dass du auch mal so ein Pimpf da warst. Ja, und was jetzt du für ein stattlicher Ebel geworden bist. Und immer noch darf das nicht ran. Ja. 2 Jahre bist du schon alt und darf das noch nicht ran. Das ist ja scheiße, ne? Hm, Schöne. Du bist der Feine. Na du, du bist auch feiner, gell? Die Oma. Na, die Oma ist so feiner. Ja. Mein Umchen. Mit ihrer riesen Schlappohren, wo die Hälfte vor die Ohren fällt. Hm. Mein Gute. Du bist so klage hier, den Hammel da. Ja, du bist bald ein wenig groß für sie. Wenn du noch ein wenig weitermachst, kann ich gehen und drüber gucken. Ich weiß auch nicht, wo der hinwachsen will, der Herr. Hey, jetzt lässt er mal den Stolze Frieden, gell? Willst du da noch ein Silo? Heiliger Bimbam. Ein Kerl. Das ist ein richtiger Bär, der. Ein Riese ist er wohl. Schwer. Ein richtiges Monster. Schau, kriegst du da noch ein wenig. Ja, ihr habt mir gerade das Wasser wieder zugespottet. Ja, kriegt der Ahnung ein wenig. So. Oh. Schlimm mit der Bagage. Ja, da seht ihr, wie es bei mir zugeht. Weil so geht es nämlich zu, ne? Immer das selber. Da ist da schon Party. Ja, muss halt eh duschen. Ich durfte mich jetzt gleich gelangt und Scheiße geholt. Ich hab da kein Problem mit. Ja, Oma. Ist ja gut. Doch, die war drauf. Ja, da treibt sie es auch. Hilfe, die Mama. Die haut uns. Ja, unser Rechter hat zwar recht. Die glänzen vorwitzig und dann sind sie immer so vorne drauf. Das, was du jetzt machst, ist aber unfair, weil jetzt haben sie nichts gemacht. So sind sie halt. Da gibt es halt auch Zoff wie in jeder Familie einmal, ne? Wisst ihr schon. Weil... Kann man gar keine weiß machen, dass er jeder Familie nie irgendeinen Streit oder was hat. Und es ist halt da auch. Wenn die ganze Bagage dann kommt, ne? So, die ganze Bagage. Und immer so vorwitzig von da dran. Ja, du, bei dir muss ich aufpassen. Du beißt in die Finger, ne? Ist der Rotlöffel. Naja, du bist der Schöner. Na du, das ist Silo. Da wird rumgekatscht auf den Zeich und dann spotzt man ins Wasser. Hey. Ja, ist doch. Die Oma ist ein bisschen genervt im Moment. Das ist jetzt ihrs, da kriegen die jetzt nichts mehr, weil die haben genug gefressen. Ich meine, ist ja nicht so, die haben ja 3 Arme früher gehabt. Das waren 2 Arme Gemüse und 1 Arme was Schrot. Schrot waren 3 Kilo. Das haben jetzt die Oma und ihr Raglan gerade gefressen. Und der da hinten hat 1 Arme Gemüse und ein bisschen Schrot gehabt. Ja, und
Die Glan lässt da beim Aschen immer noch. Du, wenn es da noch einmal was gibt, dann hat sie ja irgendwann keinen Bock mehr, dann mag sie auch nicht mehr. Ich meine, ich verstehe schon, dass er rabiat wird. Weil, ich, wenn ich überlege, wie die Oma mal ausgeschaut hat, wie ich da gekriegt habe, da war es auch so ein kräftiger, großer Sau. Die hat schon ganz schön Entbehrungen mitgemacht mit den Herrschaften da. Und ich meine, die, wenn man sich da anschaut, die Bagage, die wachsen ja auch nicht. Das ist ja ein wahrer Pracht. Obwohl, am 19. März, ne, da war der ein Jahr alt, andererseits soll die Menschen lang geschlacht worden. Ach schau, ach schau. Den angrabbel ich am Bauch und sie lässt sich hier. Ja, das geht immer noch. Hm, das ist schön. Ja, ich weiß. Schön. Immer wieder schön. Ja. Die Saubande. Na, jetzt machen wir bei ihnen Feierabend, weil sonst dreht er da durch. Der Mann sagt gleich, es gibt noch einmal was. Ja. Ich sage ja, ihr werdet wahrscheinlich wieder denken in dem Video, wieder Blues bei die Viecher. Das ist ja so langweilig. Zeig den Bulldog, zeig dies, zeig selbst, zeig jenes. Ja, ich war schon. So wird es meistens auch. Aber. Sorry, wir warten noch mal einen ganz kurzen Moment. Ihr seht wahrscheinlich gar nichts. Alles auf Arm und Nehmer und die Kamera dazu. Ja, da seht ihr mal, was das Drama ist, wenn man Filme macht. Ne? Du hast die Kamera in der einen Hand und dann willst du in der anderen Hand auch noch was nehmen und willst aber gleichzeitig die Tür zumachen. Ja, kacke. Ja. Wie gesagt, das mache ich jetzt eigentlich auch so, das ist langweilig, immer dasselbe und immer bloß die Viecher und wir wollen was anderes. Ja, was erwartet ihr im Winter, was wird noch groß passieren? Wie gesagt, der Schnee liegt ja immer noch, ist noch nicht weggetaut, erstaunlich, ich bin wirklich begeistert. Das könnte ja mal bis Weihnachten liegen bleiben, das wäre ja mal richtig schön. Keine Ahnung. Ja, im Moment passiert einfach nichts anderes. Es ist einfach nichts anderes los. Es ist jetzt hauptsächlich die Stollarbeit im Winter und ihr kennt mich, ich komme von der Arbeit heim. Ich habe heute noch nicht Abend gegessen, ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Die Familie, die schimpft wahrscheinlich schon wieder, wie immer. Weil ich habe da große Herrschaften, die sind mir ziemlich angepisst, wenn ich meine Viecher immer mache. Aber es ist halt bei mir gang und gäbe. Das Wichtigste sind meine Viecher. Die sind zuerst dran. Die können sich selber nicht suhlen. Und das ist immer der erste Schritt. Ich komme vor der Arbeit heim, ich ziehe mich um, Stollklamotten, gehe in meinen Stall, mache meiner Kühe hinten, Esel, Pferd, Gasen. Und dann gehe ich zu den Schweine oder manchmal rumgedreht, je nachdem, wie ich gerade lustig bin. Und wenn die Arbeit fertig ist, dann kann ich mich auch noch setzen und dann gibt es auch für mich was. Ja, wie gesagt, ich weiß, es gibt andere, die machen das anders. Aber bei mir ist die Viecher Stänger an allererster Stelle, weil wie gesagt, die haben selber nichts. Die sind darauf angewiesen, dass ich meinen Arsch bewege und ihnen was bringe. Und das, ja, ich habe mir das in Kindestagen schon angewöhnt. Wir haben, wie ich ganz klar war, gehabt, Meerschweinlau und Hosen da unten drin, in den Schweinestall. Und da habe ich immer die Aufgabe gehabt, mich drum zu kümmern. Gut, du bist arm um Dochen und ja, und dann hast du halt später die Hühner, die Gänse, beziehungsweise Enten. Das war immer so. Ja, dann kam der Esel, die Gasen haben wir hinten gehabt, die waren immer zu machen. Und da haben wir so ein Stückchen immer nachgeführt worden an die Arbeit. Da haben sie geschaut, meine Eltern, auch, ob wir überhaupt Interesse dran haben. Und dann ist es 1998, wie sie gemerkt haben, ja, okay, da ist jemand, der macht das auch und der hat Spaß dran. Dann haben sie auch den Esel auch geschafft. Ja, das ist auch so ausartet bei mir, dass ich auch so viele Viecher habe und so eine Freude dran habe. Ich glaube, das hätten sie auch selber nicht gedacht, weil wie gesagt, 2000... Wie lange ist das jetzt her? 2008, wo ich mit der Schule fertig.
Ja, 2008 im Mai war ich mit der Schule fertig und dann im September 2007 war das ja, da wo die Entscheidung stand, was ich mache. Und ich habe ja damals schon gesagt, ich möchte eigentlich Landwirt machen. Ja, durfte ich ja nicht, haben sie gesagt, das ist ein Beruf, der hat keine Aussicht, das lohnt nicht und wo willst du das lernen und daheim, das ist alles ein Quatsch und lass es bleiben und mach's nicht. Wer weiß, wenn sie gewusst hätten, wie das einmal 12 Jahre später ausschaut. Tja, gut, wie gesagt, ich habe jetzt Landwirt nicht gelernt. Ich bin damit aufgewachsen, ich kenne das alles von klar an. Ich mache die Landwirtschaft nicht so, wie es die Grusen heute durchmachen, mit Spaltenbuden und was der Teufel was, sondern, ihr habt ja gesehen, mit Stroh, Betonbuden. Da läuft keine Gülle weg, da läuft keine Jauche weg oder sonst was, sondern das muss ich händisch da unten raustragen. Und bei mir sieht händisch aus mit einer Madelwanne oder die da liegt. Das Ding, das ist auch so, ja, möchte man schon fast sagen, so ein wenig Hure. Ich schaue da dementsprechend aus. Die wird genommen, um da unten den Stall auszumisten. Und ja, es ist kraftanstrengend und es ist natürlich ein bisschen erfordernd. Aber ich sage mal so, ich spare mir da mit das Fitnessstudio. Und es ist auch für den Winter, man hockt nicht nur auf dem faulen Arsch, sondern man tut was. Ist, denke ich, nicht verkehrt. Ja, wie gesagt, das ist bei mir ist halt ein wenig anders. Ich weiß, andere, die denen sagen, bei der Haufen Arbeit, die Ustadora aufholzt, das ist doch scheiße, aber ich habe Freude dran. Das macht mir immer noch Spaß. Ich bin jetzt, wie gesagt, 30 Jahre alt. Ich mache jetzt die Stallarbeiten, seit ich 5 Jahre alt bin, also 25 Jahre kann man sagen, wo ich aktiv dabei bin, wo ich auch mal an diese Wasserhydroch oder was, damals halt, wie gesagt, bei den Hasen, wo du gemacht hast. Und dann 1998 kam der Esel, die Gasen haben wir ja vorher schon gehabt, dann war das die Arbeit und die Hühner dann, die Enten 2006, die Hühner 2008. Ja, und so ist das halt weitergegangen. 2016 kamen die Hanna und der Joggel. 2018 kamen die Schweine und ja, jetzt, wie gesagt, 2020 mit Kügo angefangen. Ich sag auch, mancher schütteln den Kopf drüber, aber ich habe Freude dran, mir macht es Spaß. Weiß nicht, ob man das in die Videos merkt oder nicht, aber ich habe Freude dran. Ich weiß, dass es andere langweilt und vielleicht, dass es blöd findet. Dann müssen sie das Video jetzt einfach überspringen, dann müssen sie halt wieder im Frühjahr einschalten, falls ich dann wieder Videos mache. Keine Ahnung. Ich mache halt die Videos auch so, wie es mir Spaß macht. Ich habe mir die Videos auch angefangen, weil es mir Spaß macht, die Landwirtschaft zu zeigen, wie ich es mache. Man sieht immer andere Bauern, wie die das machen. Ich denke da den Röbers mit seinen, jetzt hat er ja keine Kühe mehr, aber wie der die Arbeit gemacht hat. Die haben ein ganz anderes System mit dem Kompoststall, was er dann gebaut hat. Oder wenn ich den Stefan des Sibbeshusum dann sehe mit seiner Schweine. Die waren auf Spalten, dann hat er aber auch umgeschwenkt, bevor er dann mit Schweine aufgehört hat. Jetzt hat er ja mittlerweile wieder welche. Also an euch geht da ein schöner Grüß raus, an Sven und an Stefan. An der Stelle. Oder auch wenn ich jetzt den Peter anschaue, Country Life Germany, oder den Dreizylinder baue, das sind alles verschiedene Systeme, wie da die Stelle ausgemisst werden. Und ich sage einmal, da kommt mein System wahrscheinlich relativ nah an das vom Patrick an. Ich mache halt noch viel händisch. Da mögen, wie gesagt, eigentlich auch den Kopf drüber schütteln. Es gibt Bauern, die machen alles mit Teleskoplader und was der Teufel. Und bauen auch die Stelle so und dann wird neu gebaut und dass alles einfach ist und dass keine Zeit dauert. Und ich, ja, ich investiere halt dann mal Freizeit. Jetzt haben wir, wenn ich jetzt einmal so auf die Uhr gucke, jetzt ist genau 20 Uhr. Ich bin heute um 4 Uhr vor der Arbeit heimgekommen. Ich war jetzt 4 Stunden im Stall. Ich habe heute noch nicht Abend gegessen. Das mache ich jetzt, das hole ich jetzt noch. Wie gesagt, da seht ihr, was ich dann so in meine Freizeit treibe. Mir macht es Spaß. Ich denke auch immer, das ist ein wenig der Grund, warum sich wahrscheinlich auch nie das weibliche Appendant findet, was Freude an dem Ganzen hat. Ich meine, ich suche niemanden. Ich muss mir bei dem helfen, aber ja, jemanden, der das akzeptiert, mal schauen, irgendwann. Wie heißt es immer? Zu jedem verpuckelten Topf gibt es einen verpuckelten Deckel oder so ähnlich, ne? Schauen wir mal, die Hoffnung habe ich nicht aufgegeben. Wird alles irgendwie am Moment. Ja, und so lange mache ich meine Arbeit weiter, weil das macht mir, wie gesagt, Spaß. Und vielleicht findet sich irgendwann einmal jemand, der auch Spaß dran hat. Wie gesagt, muss nicht mithelfen. Wenn er mithilft, derjenige, umso schöner.
weil dann ist man zu zweit, dann macht es noch mehr Spaß. Aber ich bleibe bei dem System. Mir macht es Spaß und wie gesagt, alle, wie man so schön neudeutsch sagt, die ganzen Hater, die neide, wie ich so nicht. Und ja, die wo vielleicht auch so, das ist Spielerei und Blödsinn und die wo immer bloß schimpfen. Lass auch reden. Lass auch doch einfach reden. Das Leben ist schön. Wir haben so viel Scheiß, wo wir damit klarkommen müssen, mit den Corona-Trägen und die Preise für die Bauern und was der Teufel was. Ich muss mich nicht mit jedem Scheiß da oder zutexten lassen und mit neiziehen lassen. Weil, wenn man es vermeiden kann, ehrlich wohl, dann einfach einmal leben und leben lassen. Das ist mein Motto. Wie gesagt, ich bin 30 Jahre. Ich lebe mittlerweile, nachdem ich zweimal fast gestorben wäre. Ist so. Wissen auch die meisten nicht, aber ich lebe mittlerweile auch. Ja, ich gehe in einen Stall. Vielleicht das Ferkelchen dreht sich einmal rum, haut mich mit die Haue. Ich liege drin im Stall, der macht mich nieder oder sonst was. Ich gehe in der CDQ, vor in die Adele, da hat es auch mit den Haxen hinten einmal ausgehaut. Ich habe geschabt und die hat noch hinten ausgehaut. Ja, kann man blöd laufen, die trifft dich einmal blöd. Du buckst dich nun, du hebst was auf, die trifft dich an der Platten, ja, bist da weg. Ich arbeite als Elektrohelfer. Schau, ich mache einmal was mit Strom. Du langst irgendwo an ein Kabel noch, da ist noch Soft drauf, das trifft dich blöd, kommst nicht mehr weg, bist hier. Du gehst auf ein vereistes Dach auf, weil es da oben Kabel legen muss, rutscht auf dem Gerüst aus, fällst 10 Meter in die Tiefen. Das Leben kann vorbei sein. Jede Minute, du weißt doch nicht, ob du morgen noch aufstehst. Wir haben Krankheiten, wir haben sonst irgendeinen Scheiß und alles. Da lasse ich mich nicht mehr verrückt machen. Wenn ich sterbe, wie sagt der Bondel Grame? Es ist ja aufgesetzt. Frei nach dem Motto, es ist mir aufgesetzt. Wenn ich sterbe, sterbe ich. Und wenn ich lebe, dann lebe ich. Und solange ich lebe, dann mache ich das, was mir Spaß macht, was mir Freude macht. Und es macht mir Freude. Ja, ich glaube, an der Stelle mache ich für das Video jetzt Schluss. Wir haben zwar, wie gesagt, erst Mittwoch. Und eigentlich hätten wir jetzt noch den Donnerstag, wo ich was filmen könnte. Aber ich mache heute Mittwoch Schluss. Weil ich sehe jetzt gerade auf der Kamera, ich habe schon mal 21 Minuten gewarft. Und wenn jetzt auch wieder eigentlich einen Kopf drüber... Der ist ja blöd. Ist mir wurscht. Lass auch reden, wie gesagt. Machen wir das dann nicht. Was morgen passiert, vielleicht aufs nächste damit. Ist glaube ich, gescheiter. Ja, ich wünsche euch jetzt was. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder. Und an der Stelle noch einmal Dankeschön für die mittlerweile über 6000 Abos. Jetzt geht es ja auf die 6800 schon zu. Ihr seid echt klasse. Danke fürs Dabeisein. Die Community ist top. Ich freue mich. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ein schönes Wochenende, weil schöner Wochen, ja, bei mir ist Mittwoch, bei euch ist jetzt Freitag. Ich labe schon wieder zu viel. Ich glaube, ich muss was essen und dann muss ich ins Bett. Ich wünsche euch was. Ein schönes Wochenende. Servus.